Die stehen da und glotzen zum Fenster rein. Ah, schönes Haus. Sieht gemütlich aus da drin. Das sieht fast schon gruselig aus, wenn man hier reinguckt, durch das eine Fenster reinguckt und durch das andere Fenster das grimmige Gesicht sieht. Ja, wir müssen jetzt gerade wieder auf Steine warten, aber die kommen ja gerade an. Also ich werde heute die Aufnahmesession wenigstens so lange dehnen, wobei es dürfte sich ausgehen einigermaßen. Also, die bringen Brimstone. Die bringen Brimstone, ja. Ist auch schön, dass sie Brimstone bringt, aber Stein könnte ich gerade auch gebrauchen. Danke. Und es ist hellichter Tag. Sollten da nicht eigentlich die Fackeln dann ausgehen? Strom sparen und so. Scheinbar nicht. Ja, die Treppen nehmen auch langsam immer mehr ab. So. Ja, wie gesagt, Eisen brauchen wir gerade keins, deswegen bauen wir kein Eisen. Aber Brimstone wäre nicht schlecht, wieder auf 700 wenigstens so rumzukommen. Hier sieht es langsam etwas interessanter aus, muss ich sagen. Ah ja, sie bringen. Weil hier haben sie sauber einmal drumherum und hier bauen sie einfach wild. Aber es wird wenigstens. Es nimmt Form an. Hier Steine. Wo ist eigentlich unser letzter? Ah, Novum bringt gerade das Zeug zurück. Werfen wir doch mal einen Blick auf unser Lager. Ja, da sind vier Fackeln drin und hier ist nichts mehr. Gut. Ach, Novo nimmt doch gleich die Steine, die Eisenbarren. Und flupp. Ja. Weißt du was? Mach mal. Aus den vier überschüssigen Barren vier Zahnräder schon mal. Da hat auch wird noch was zu tun, weil wir brauchen nicht noch einen weiteren Bauarbeiter eigentlich. Seht ihr das auch? Sie laufen hier rum, laufen raus aus der Burg, wieder rein in die Burg und dann machen sie auch noch einen Kreisel um die Treppe rum, bevor sie hochgehen. Das ist genial. Die Wegbindung ist echt genial in diesem Spiel. Und da stehen immer noch zwei, die lieber durchs Fenster reinschauen. Wir haben halt nicht so viele Steine.
Also ja, Zahnräder werden auch gelagert. Komm, Ekoi, mach das mal hier richtig, sonst dauert das eine halbe Ewigkeit. Nicht bauen. Bowie. So. Was machst du da, Ekoi? Achso, halt. Doch, doch, doch. Du, Quarry. So. Bitte. So. Wobei ich echt zwei vom Bauen abziehen könnte, die mir weiteres Eisen schmelzen könnten erstmal hier. Und mir dann Bärenfallen bauen könnten, weil das können wir ja parallel machen. Wir haben eh zu viele beim Bauen und im Quarry. Ist voll. Der Quarry beliefert uns ja auch gerade mit Brimstone, also von daher ist das viel, viel einfacher. Ich bin mir halt immer noch nicht sicher, soll ich hier oben ein Katapult draufpacken? Ich könnte auch eins hier drauf packen, aber an das kommt man nicht ran. Nee, wenn, dann würde ich eins hier hin packen. ...24 Bretter, 6 Zahnräder. Nee, erstmal nicht. Hier, die Sentinel Wards sind halt sauteuer, was den Brimstone angeht. Für die 4 Stück, die ich bräuchte, ums Lager zu füllen, bräuchte ich 160 Brimstone. Genauso wie die Capture Wards. Nur die Pylons sind billig. Na, lassen wir das mal weg. Geben wir lieber noch Zahnräder in Auftrag. 6 Stück. Und entsprechend das Eisen dafür. Hier sind sie bald fertig, Gott sei Dank. Wie sieht es im Quarry aus? Da ignorieren sie mal wieder Aufgaben, die ich ihnen gebe. So. Ne, weißt du was? Hau du mal den hier weg. Den braucht nämlich auch gerade keiner. So. Wie sieht's hier aus?
Sieht eigentlich recht gut aus. Und ja, ich werde noch ein bisschen Zeit brauchen, bis wir. Die gehen tatsächlich wieder alle da raus. Baut jetzt bitte nicht diesen Dinger fertig. Doch, sie bauen diesen Dinger fertig. Nein, die beiden gehen darüber. Gehen aber natürlich wieder um das Haus herum. Flöpp. Flöpp. Zwei Steine bitte noch da drüben. Da wäre ich happy. Dann könnten wir nämlich da das Haus auch abschließen. Und dann gebe ich doch mal das Katapult in Auftrag. Sagen wir so. 24 Holz. Ja, sind zwei Stapel. So, dann kannst du das restliche Eisen mal da wegsammeln. Noch? Sie bringen tatsächlich die letzten Steine hier hoch. Yay. So. Mach die Treppe weg. Und bau weiter. Sehr schön. So, das restliche Eisen wird hier hoffentlich abgebaut. Ja, von Deimos. Ich schätze mal, das sind 40 Eisen, so groß wie der Brocken noch ist. Mal gucken wir mal. Du sammel mal da die Steine ein. Mach die Treppe hier weg. Und mach weiter. Gut. So, die Steine hier sind weg. Das Katapult nimmt auch langsam Form an. Wir haben Steine hier für das Haus zum Fertigmachen. Wir haben hoffentlich. Mehr als genug Zahnräder, ja. Holzvorräte nehmen ab. Okay. Die laufen wieder so rum.
Dann hoffe ich, dass noch einer kommt mit. Mit dem letzten Stein. Nein, er geht natürlich da hoch. Mist. Auch gut. Haben wir ja. Ah, das Katapult hat schon mal einen Sockel. So. Mach das mal bitte weg. Dann hier ein Cleaning Task. Irgendwer wird sich schon bereit erklären, die beiden Dinger wegzuräumen. Ja. Oh, wir sind hier fertig mit dem Harvesten. Hier gibt es kein Eisen mehr. Das heißt, Deimos hat auch nichts mehr zu tun. So. Gut. Das Katapult ist auch so gut wie fertig. Aber ja, wenn wir so einen Blick drauf werfen, ist unsere Burg eigentlich von sich aus fertig. Yippie. Wir tun auch hier schnell umschichten. Also denke ich mal, dass wir wahrscheinlich in der nächsten Aufnahmesession im Großen und Ganzen fertig werden. Wie gesagt, jetzt gibt es dann erstmal Häuschen von dem Projekt. Also wahrscheinlich wird es irgendwann noch eine Special-Aufnahmesession geben, wo wir hier das Katapult noch fertig bauen. Wobei, das ist gleich fertig. Die 2-3 Minuten, die können wir auch noch uns um das Katapult kümmern. Sag mir bitte nicht, ihr transportiert die Zahnräder einzeln. Sag mir nicht, die Zahnräder müssen einzeln. Ja doch, die müssen einzeln transportiert werden. Okay. Dann schlichten wir so lange hier noch um. So, den Cleanup brauchen wir gerade auch nicht mehr. Wir brauchen jetzt nur Leute, die Zahnräder nach da oben bringen und dann ist gut. Und ja, irgendwann brauchen wir nur noch Brimstone, wenn hier alles voll ist oder fast voll ist. Wobei, was der Brimstone angeht, wir auch schon ziemlich voll sind. Also können wir ja in unserem Labor... Naja. Lassen wir das erstmal. Das Katapult ist fertig. Sehr gut.
Das heißt, der Bauen-Task ist damit auch abgeschlossen, weil mehr müssen wir echt nicht bauen. Ja. Also, ich würde mal sagen, ist es jetzt hier an der Zeit zu speichern. Ich habe ein bisschen überzogen, aber das ist ja kein Problem. So, Save Override. Dum-di-dum-di-dum. So, und dann gibt es hier unseren letzten Cut und dann sehen wir uns irgendwann wieder, wenn wir noch Waffen bauen und noch mehr Wards bauen und Bomben und so weiter. Und dann sind wir endgültig fertig mit diesem Projekt, wenn wir dann die Türme bemannt haben, die Tore bemannt haben. Ja, also, bis gleich oder bis dann.